Nach dem 2:0 gegen den Drittligisten Viktoria Köln und dem 0:1 bei Ajax Amsterdam stand das dritte Testspiel für unsere Hertha an. Gegner mit dem PSV Eindhoven, wieder eine Mannschaft aus der niederländischen Eredivisie. Zwei Spiele waren eigentlich geplant, wegen der verletzten Situation beim PSV dann auf ein Spiel reduziert. Für das Team unseres Trainers Bruno Labbadia am Ende der 5. Vorbereitungswoche eine weitere Standortbestimmung gegen eine Mannschaft internationaler Klasse, die seit dieser Saison vom ehemaligen Trainer von Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, trainiert wird. PSV mit einer sehr guten Anfangsviertelstunde, sehr aggressiv mit frühem Pressing, aber nach rund 15 Minuten bekamen die Blau-Weißen das Spiel mehr und mehr in den Griff und kamen zu sehr guten Chancen, wie hier durch Maximilian Mittelstädt und Krzysztof Piątek. Genau in diese gute Phase dann der unnötige Treffer zum 0:1. Daniel Mahlen kann sich in dieser Szene sowohl gegen Karim Rekik als auch gegen Rune Jahrstein durchsetzen. Rekik und Jahrstein zu nachlässig, davon profitiert der erst 21-jährige Stürmer des PSV. Mit diesem Rückstand ging es in die Pause. Aufgrund der guten Anfangsviertelstunde der Niederländer zwar nicht unverdient, aber nach den guten Chancen der Blau-Weißen in der Folge ärgerlich. Ärgerlich für unsere Hertha dann auch das 0:2 nach nur gut 1,5 Minuten nach Wiederanpfiff. Wieder ist die Defensive zu nachlässig und am Ende ist es Niklas Stark, der den Ball unglücklich zum 0:2 im eigenen Tor unterbringt. Guter Pass von Mahlen auf Lammers und das unglückliche 0:2. In der 70. Minute dann das 0:3, Ballverlust im Spielaufbau, schnelles, direktes Umschaltspiel von PSV und Cody Gakpo mit dem dritten Treffer für das Team von Roger Schmidt. Hertha ungeordnet nach dem Ballverlust und dann einfach schnell und direkt gespielt vom Europa-League-Teilnehmer der vergangenen Saison. Im Spiel unserer Hertha schließen sich spätestens da mehr und mehr Fehler ein. Die junge Mannschaft aus Eindhoven zeigte dagegen immer mehr Spielfreude. Ergebnis das 0:4 durch Sam Lammers in der 76. Minute. Zu viel Platz für den 23-Jährigen. Ein satter Linksschuss, keine Chance für Alex Schwolo, der ab der Pause Rune Jahrstein im Tor ersetzte. Letztlich blieb es beim 0:4 in diesem dritten Testspiel für die Mannschaft von Bruno Labbadia. Das nächste Vorbereitungsspiel dann am kommenden Sonnabend um 17 Uhr beim HSV. Ergebnis natürlich einfach ganz schlecht, muss man sagen. Das haben wir jetzt nicht erwartet. Wenn man das Spiel sieht, muss man sagen, wir haben die ersten 15 Minuten haben wir verschlafen, haben dann das Spiel eigentlich voll in den Griff bekommen, haben drei klare Torchancen, wo wir einfach ein Tor machen müssen und kriegen dann eigentlich mit dem Halbzeitpfiff das 1:0. Das war schon mal ja einfach unpassend und sind dann eigentlich aus der Halbzeit rausgekommen, wollten eigentlich da wieder anknüpfen, wo wir so die letzten, ich sage jetzt mal 30 Minuten aufgehört hatten, weitermachen und kriegen dann gleich das 2:0. Und dann muss man sagen, war die Reaktion der Mannschaft einfach nicht gut. Jeder hat sich so ein bisschen seinem Schicksal ergeben. Keiner hat dann Führung übernommen auf dem Platz. Und das ist sicherlich noch ein Problem, was wir in der Mannschaft haben. Ja, unabhängig mal vom Zeitpunkt der Vorbereitung, davon will ich so ein Ergebnis nicht sehen. Es ist mir egal, wie wir in welcher Verfassung sind. Ich finde, wie gesagt, das war nicht notwendig, dass wir das Spiel so verlieren heute. Muss aber dazu sagen, danach er verdient, weil wir einfach keine Gegenwehr mehr gezeigt haben. Und das ist etwas, was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, ne? Dass wir dann als Mannschaft überhaupt nicht mehr miteinander funktioniert haben. Das ist eigentlich das, wo wir gerade am meisten dran arbeiten. Und ich hoffe, dass die Mannschaft da einfach einiges mitnimmt. Und wir werden natürlich das auch mit der Mannschaft offen ansprechen, dass es nicht sein kann, dass jeder, der dann am Ball ist, A, keine Anspielstation hat, B, aber auch sich auch überhaupt nichts mehr zutraut. Und vor allen Dingen aber auch keine Organisation mehr da ist. Und da müssen wir dran arbeiten.